So, hallo, wir machen weiter bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind im Gerudo-Tal angekommen und genau, haben hier so ein Ding entdeckt. Ich glaube aber fast, ich kann hier noch nichts machen, weil entweder fehlt mir noch eine Fähigkeit oder ich habe eine Quest noch nicht gestartet, mit der ich hier irgendwas auslösen kann. Ich glaube, ich bin hier zu bald. Deswegen gehen wir da jetzt erstmal wieder raus. Also ich wüsste halt zumindest nicht, was ich hier tun kann. Und wir probieren einfach mal, diesen Sandsturm zu überqueren. Wir haben ja den Hinweis bekommen, dass wir theoretisch einfach nur wie ein Orni fliegen können müssen. Und dann hat sich das mit dem Sandsturm erledigt. Und ja, Moment, habe ich probiert? Warte, habe ich das probiert? Hier geht's noch. Ja, nee, hier hört's dann auf. Also ich komme da auch nicht irgendwie hoch. Wir können jetzt ja mal kurz gucken, wo ich da rauskomme. Aber ich nehme an, dass das ungefähr da ist, wo auch dieser komische Pilz aus dem Boden rauskommt. Oh. Oh. Nee, überhaupt nicht. Das ist mitten im Sandsturm. Na gut, mitten nicht, aber. Ah. Dann ist das Gegenteil der Fall. Ich könnte da reinfallen, wenn ich nicht aufpasse. Dann ist das überhaupt nichts Relevantes. Okay. Das ändert alles. Sehr interessant. Das ist eine durchaus interessante Entdeckung. Gut, dass wir das jetzt noch gesehen haben. Ja. Okay. Ansonsten Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Ihr kennt den Satz, aber vielleicht irgendjemand nicht, der es zufällig mal anklickt, das Video. Und, oh, guck mal, hier haben wir noch gar nicht aufgemacht. Oh, hier ist noch mehr. Gorone, wo bist du? Hier ist immer noch mehr zum Öffnen. Wo ist er denn jetzt? Ihr zwei seid da. Und wo ist er wieder? Pause. Hallo. Das nützt mir nichts. Ja, wo ist er denn jetzt? Hängt er irgendwo fest in der Wand oder was ist? Ja, guck mal hier. Kollege, mitkommen. Mein Gott. So, guck mal hier, hast du was zu tun. Bam. Okay, da war irgendein Viech, aber das war's dann auch schon. Ja, das war jetzt mit das unspektakulärste überhaupt. Aber da war irgendein Viech. Das haben wir aber schon mal fotografiert, ne? Ja. Ja. Da war irgendein Viech, was weggeklettert ist. Aber das wird jetzt nicht so wichtig sein. Ja, gut, dann gehen wir wieder nach oben. So. Ich nehme an, dass dieses Ding weggeht, Also diese Pilze sehen super giftig aus, ne? Also die sind definitiv schlecht. Wir quatschen jetzt mal mit allen da drinnen noch. Das haben wir nämlich noch nicht so richtig gemacht. Und dann wird sich das wohl. Oh mein Gott, das nervt mich so, dass das direkt so komisch gelb, giftig gelb, wie auch immer wird. Das sieht voll hässlich aus. Aber gut. Soll halt den Sandsturm demonstrieren. So. Ah.
Also ich denke aber, du hast mir nichts zu erzählen. Eine Reise durch die Wüste ist gefährlich, du deckst dich besser gut ein. Der Tresen hinten ist die Rezeption für das Gasthaus. Du kannst dich vor der Weltreise raus. Ich will eigentlich nicht, aber hey. Ja, sehr schwer zu sehen. Okay. Ohne nicht viele Gäste, ja, das wundert mich auch nicht. Ich brauche gar nichts. Die Wachen sorgen für Sicherheit in der Oase, aber sei vorsichtig, wenn du sie verlässt, ja? Hängst du hier auch wegen des Sandsturms fest? Hört der denn irgendwann wieder auf? Ich wollte mir die Ruinen ansehen, die auf die Dikdok-Hängebrücke gestürzt sind. Aber dieser ständige Wechsel von Hitze tags und Kälte nachts schadet meiner Haut, also wollte ich ihr etwas Gutes tun. Ein Hauptpflegeprogramm in einem Hotel wäre genau richtig. Komm wegen des Sandsturms nicht nach Gerudo-Stadt. Aber du bist ein Mann, du kommst eh nicht nach Gerudo-Stadt rein, oder haben die jetzt ihre Sachen gelockert? Alles gut, jetzt ganz sachte, das Gesicht entspannen, denn es gibt keine Fältchen. Und um die müsste ich mir keine Sorgen machen, wenn ich mir endlich aus dem Hauptpflegeprogramm. Was? Ja, okay, da gibt es ein Pflegeprogramm. Ich habe nicht das Gefühl, dass das mich weiterbringt, jetzt das Gespräch hier. Ja, das war ein sehr spannendes Gespräch. Hinweise für Forscher. Okay, let's go. Die seltsamen felsenförmigen Gebilde, die nach dem Kataklysmus verschwinden, werden Schreine. Ja, okay, Moment, das ist jetzt überhaupt nichts Neues. Abgründe? Ja, aber das ist ja auch nichts Neues. Ja, okay, das ist überhaupt nichts Neues. Ja, Wiedersehen. Okay, die ist voll komplett in ihr Buch vertieft. Ich habe dich gehört. Möchtest du das Gasthaus nutzen? Das gewöhnliche Bett? Nein, ich will gar nichts. Okay, also die ist total gesprächig. Das hat richtig viel gebracht. So, was mit dir? Du bist ein Reisender, ja? Hast du zufällig etwas über Angelstädt gehört? Nee, aber auch jetzt, ja, Angelstädt interessiert mich überhaupt nicht. Ja, Piratenort und so weiter. Hab ich schon verstanden, ja. Ja, okay. Also ich kriege hier auch keinen Hinweis, wie ich da durch soll. Ja, dann probieren wir es halt einfach, ne? So, was soll's? Also ich dachte halt, ich kann vielleicht von dem einen hier von dem Ding aus, ne? Von dem Teil dann zu dem nächsten. Aber das Problem ist halt. Ich sehe halt nichts. Ah, wir probieren jetzt mal was. Ich versuche mal über dem Sandsturm zu bleiben. Ja, das hat schon mal gut funktioniert. Aber hier oben ist zumindest die Dings jetzt nicht, ist jetzt nicht so heiß. Ach, gucke mal, wenn ich hier oben bin, ist tatsächlich wieder weg. Sehr interessant. Ah, jetzt ist aber wieder auch heiß. Da drüben wäre so ein Monsterding. Ja, aber wenn ich jetzt da runtergehe, dann lande ich komplett wieder in der Scheiße. Ja, komm, wir probieren es einfach mal weiter. Ich mag halt. Ja, hier ist es extrem heiß. Das habe ich schon kapiert.
Ich mag halt das überhaupt nicht, dass man da nichts sieht. Wir gucken jetzt einfach mal, wie weit ich komme. Oh, da sind die komischen Monster. Sind das Gyptos? Oh, Tatsache. Ih. Leave me alone. So, da ist jetzt der komische Graben. Aber kann ich da eigentlich einfach rein? Oder ist sogar eine Brücke? Oder sowas, was man so nennen könnte. Dann ist der Graben gar nicht so groß. Das sah so groß aus das letzte Mal. Ach, gucke mal. Dann kann man da ja doch einfach rüber. Kann ich einfach zur Stadt laufen? Und damit hätte ich jetzt fast nicht gerechnet. Dann laufen wir einfach mal weiter. Ah, guck mal, jetzt wieder so ein Ding. Okay, also ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn ich jetzt hier einfach hochkomme. Das scheint ja dann gar nicht so schlecht zu sein, einfach das mal zu probieren. Ja, da drüben ist ja gleich die Stadt. Also kann man doch einfach das durchqueren. Ohne großes Hindernis. Also das ist einfach so, okay. Ja, krass. Ja, krass. Okay, wir sind schon da. Darf ich da jetzt rein als Mann? Juckt die gar nicht mehr. Aber hier sind jetzt halt die komischen Viecher. Okay, geht er überhaupt kaputt? Nee. Okay, ich kann da mit dem gar nichts machen, scheinbar. Okay, dann lassen wir ihn in Ruhe. Dann lassen wir ihn in Ruhe. So. Ah ja, hier ist auch niemand mehr in Gerudo-Stadt, scheinbar. Ja gut, das erklärt natürlich. Oh, da oben ist aber ein Schrein. Sehr schön. Ah, die werden hier. Okay, die sind da unten rein. Dann gehen wir erstmal zum Schrein hoch. Dann gehen wir erstmal zum Schrein hoch. Ja, hier ist auch tatsächlich gar nichts zu holen. Ja, die sind alle unter dem Palast. Und hier können wir jetzt wahrscheinlich lesen, ja, was Ritschu geschrieben hat. Okay. Heute habe ich einen beunruhigenden Bericht von Billa erhalten. Ein unbekanntes Miasma dringt unter Schloss Hyrule hervor. Wer es berührt, soll davon krank werden. Unsere Verbündeten Link und Zelda befinden sich in Hyrule. Sicher werden sie die Situation unter Kontrolle bringen. Mich hat ein neuer und leider auch unerfreulicher Bericht erreicht. Link und Zelda sind unter Schloss Hyrule verschollen. Dann stieg das Schloss in die Luft empor und gleichzeitig erschienen auf der ganzen Welt zahllose schwebende Inseln. So viele unglaubliche Phänomene. Was ist nun mit dieser Welt los? Und sind die beiden in Sicherheit? Während wir uns immer größere Sorgen um Hyrule machen, wurden auch wir Gerudo vom Unheil heimgesucht. Ein unerwarteter Sandsturm tobte über der Stadt und ihrer Umgebung. Wir haben uns in den Untergrund geflüchtet, ja. Aber als wir den Sandsturm untersuchten, wurden wir von einer Horde seltsamer Monster angegriffen, den Gyptos. Leider erwies sich mein neu entdeckter Blitzschlag als wirkungslos gegen sie. Viele Verletzte strömten in die Stadt und die Situation ist sehr unübersichtlich. Als Königin kann ich mich nicht vor meiner Verantwortung drücken. Das runde Steintor zur Untergrundstadt kann kein Monster überwinden. Es ist auch ein Segen, dass wir dort über reichlich Wasser verfügen. Wir müssen die Wasserwege aber gegen Feinde schützen. Für alle Fälle sollten wir auch das Loch hinter dem Thron verschließen. Hier herumzusitzen ist nutzlos. Ich werde die Untergrundstadt in Billas Obhut lassen und meinen Blitzschlag üben. Ich habe das Gefühl, dieser Blitzschlag ist dann die Fähigkeit, die wir bekommen. Die Ruinen im Norden sind nicht weit von der Stadt entfernt. Sie sollten für mein Training am besten geeignet sein, aber wofür brauchen wir sowas? Ich weiß es nicht. Ich trage so viele Sorgen für die Gerudo und die Welt mit mir herum, aber nun tue ich einfach, was in meiner Macht steht. Okay, die ist wahrscheinlich gar nicht hier.
Ja, die ist wahrscheinlich gar nicht hier am hier vor Ort selbst. Okay. So, wir wollen einmal zum Schrein nach oben. Dass wir den gleich mal ausgelöst haben. Weil dann haben wir immer einen Port hier, zumindest schon mal nach Gerudo. Nach Gerudo, nach, wie heißt der Ort jetzt wieder? Ich habe den Namen vergessen. Ist egal. Interessiert gerade niemanden. So. Gerudo-Stadt. Ah ja, klar, Gerudo-Stadt. So. Jetzt können wir aber mal gucken. Sie hat gesagt, sie ist bei irgendwelchen Ruinen. Ja, jetzt kriegen wir bestimmt gesagt, wo sie rumgurkt. Aber dann ist sie wahrscheinlich. Ah, vielleicht da drüben. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Das sind überall Ruinen, solche. Ja, okay, das sind überall Ruinen. Oh, guck mal, hier sind die meisten von diesen Pilzen. Dann ist da wahrscheinlich die Hauptgeschichte. Also der Tempel. Ja gut, gehen wir erstmal hier rein. Machen wir erstmal kurz den Schrein. Machen wir erstmal kurz den Schrein. So grob haben wir jetzt schon mal einen Überblick. Vergrabenes Licht. Oh, kann ich mit den Dingern Sand wieder? Okay, warte mal. Also will der mir jetzt sagen, dass ich mit den Teilen Sand wegpusten kann? Dann müsste ich ja doch mal an diese eine Stelle nochmal zurück. Okay. Aber ich habe an der Stelle ja sogar was pro. Also ich habe an der Stelle ja sogar Wind ausprobiert. So. In Form von meinem Viech halt. Okay. Oh. Der hat so ein Ding als Waffe. Ventilatorfächer. Sonanium. Oh, ich habe das Sonanium-Schwert noch nie fotografiert. Ja, okay, alles klar. Haben wir das jetzt auch mal gemacht. Ja, aber pass auf, dann schmeißen wir auch einfach mal die Hellebarde weg. So,
So, jetzt will ich aber ja irgendwie da hochkommen. Ach so. Ja, klar. So. Okay. Das bringt mir diese Truhe hier. Okay. Das war eine Bonustruhe und damit haben wir alle Truhen. Sehr schön. Wunderbar. Dann können wir also diesen Ort verlassen. So, was ist denn das jetzt hier? Was bist du? Okay, das ist irgendein Objekt, mit dem wir noch nicht interagiert haben. Okay, ich weiß auch nicht, was ich damit anfangen soll. Wir werden es noch erfahren. Schätze ich. Was kannst du? Es reagiert auf gar nichts. Weil normalerweise reagieren solche Objekte ja mit keine Ahnung, was das ist. Ich wollte gerade sagen, normalerweise reagieren solche Objekte ja, wenn man sie schlägt, wenn es irgendein entscheidendes Sonanium-Ding ist oder so, aber das scheint es ja nun nicht zu sein. Hä, was soll ich jetzt machen? Ich kann wahrscheinlich hier irgendwie... Ah, Moment, ich kann hier ganz normal hoch. Vielleicht ist das Ding selber gar nicht relevant. Mist. Mann, wieso verzieht denn der gerade so krass? Hallo, was machst du denn, Controller? Oh mein Gott. Kann ich den... Hä? Warum ist der gerade so... Hier geht's. Ja, hier geht's. Aber da drüben hat er so komisch verzogen. Guck mal, der geht so nach links. Warum? Naja, egal. Der hält eh nichts aus. Der hat eh nichts ausgehalten. Mal so ein Ding drin. Okay.
Also irgendwas müssen diese Dinger ja können. Sind das Spiegel oder was? Ja, Tatsache. Ja gut, dann habe ich schon verstanden, wo der hinschießen soll. Der soll irgendwie zu dem schießen, aber da muss ich den jetzt erstmal... Da muss ich den erstmal ganz woanders hinbringen. Okay, also der schießt jetzt nach da, aber das ist halt völlig falsch. Der muss so ein bisschen... Ja, okay, er kann da rausschießen. Okay, er kann da rausschießen. Na gut. So. Dann gucken wir doch jetzt mal, ob es reicht, wenn der nur mal kurz leuchtet oder ob der dauerhaft leuchten muss. So. Muss der jetzt anbleiben oder kann ich den wieder wegnehmen? Ah, ich kann wieder wegnehmen. Sehr gut. Alles klar. Gut, sehr schön. Dann gehen wir doch jetzt mal unter den Palast. Da haben wir ja schon einiges gesehen. Oh, eins noch, dann können wir schon wieder zwei Sachen machen. Sehr gut. Sehr, sehr schön. So. Dann will ich jetzt aber kurz vorher probieren. Mir doch nochmal, was ist denn da vorne? Oha. Das Ding leuchtet ja richtig cool. Habe ich aber auch nichts dagegen. So, genau. Dann will ich jetzt aber doch nochmal probieren, den, doch, das ist schon hier richtig. Den, Dings, den Sand da unter dem, in dem Brunnen auszulösen. Vielleicht kann ich ja da doch was anfangen. Vielleicht kann ich da ja doch was anfangen. Jetzt weiß ich ja, womit das gehen könnte. Ich dachte halt, es geht mit meinem Windviech, aber mit dem Windviech geht es scheinbar nicht. So. Wo ist jetzt dieses Ding? Da vorne ist dieses Ding. Hat gut funktioniert. Ah, die schlägt da auch Tag und Nacht gegen, ne? So, kann ich da jetzt mit meinem Wind irgendwas ausrichten? Wie der zerbricht. Ah, leck mich doch. Nee, okay. Also damit kann ich gar nichts machen. Ärgerliche Momente. Vor allem, ich schlag in der Luft und der zerbricht. Was soll das denn? Dann gehen wir nochmal in den Brunnen. Und probieren ihn da nochmal aus. Aber ich fürchte fast, das ist dann zwecklos. Ich fürchte fast, das ist dann zwecklos. Da wird gar nichts gehen. Naja, aber machst du nichts, ist dann halt so, ne?
Nee. Ja, okay. Gut, dann hat sich das auch erledigt. Es war eine Idee. So. Dann gehen wir doch jetzt mal da runter. Hallo? Keine Vorkommnisse, hä? Was? Ein Woi? Bist du hier um Schutz vor dem Sandsturm zu? Ah, okay. Wegen der Geschichte sind die gerade so ein bisschen icy. Hä, aber in diesen Sandsturm haben die dann jetzt die Kleine von dem Dumpster-Typen gebracht, oder was? Das wäre ja auch irgendwie Quatsch. Wenn da aktuell so Chaos ist, dann kann man das ja auch nicht machen. Was? Ein Woi? Bist du hier um Schutz vor dem Sandsturm zu suchen? Hier ist die Untergrundstadt von uns, Gerudo. Es tut mir leid, aber kein Void darf dieses Tor passieren. Komm, ist das jetzt dein Ernst? Ich bin Link. Lass mich durch. Oh. Du kennst das Wort nicht? Void bedeutet Mann. Ja. Was ist da draußen los? Ist etwas passiert? Oh. Ja, hier ist ein Void. Was, ein Void? Kein Grund zur Sorge, es ist nur ein kleiner Void, der nicht mal bis an die Gucklöcher reicht, durch die wir reden. Niemand kann ihn sehen und er sollte auch niemanden sehen können. Eigentlich dürfen Woi Gerudo-Stadt gar nicht betreten. Ach komm! Aber wir befinden uns gerade in Oh. Ausnahmezustand. Solange du dich der Untergrundstadt fernhältst, werde ich ein Auge zurück. Ey! Du weißt schon, wer ich bin, ne? Scheinbar müssen wir den Leuten erstmal klar machen, wer wir sind. So, Guckloch. Wie kann ich denn jetzt klar machen, wer ich bin? Oh. Außerdem muss ich immer wieder durch dieses Guckloch schauen, ob drinnen alles in Ordnung ist. Wie du siehst, bin ich also beschäftigt. Na. Oh. Ah, hier kann ich jetzt untersuchen. Hihi, wenn dieser Brief es durch den Wasserlauf schafft und den Woi meiner Träume erreicht, der draußen lebt. Ah, hör gefälligst auf, mit Zeug zu werfen. Dieser Wasserfall ist mit Quellen in der Oberfläche verbunden. Du verschmutzt das Trinkwasser, wenn du hier Sachen reinwirfst. Wie gemein, ich verschmutze überhaupt nichts. Ich schicke nur Briefe an den Woi meiner Träume. Ah, okay. Ich muss von anders da reinkommen. Die Quellen waren ja mal da oben irgendwie, I guess. Irgendwie nicht so ergiebig gewesen, die Suche. Ah, wo kommt das Wasser ursprünglich her? Ich dachte eigentlich von da oben, von diesem Ding. Aber irgendwie nicht so.
Ah, okay. Wenn ich noch eins sehe, muss ich erstmal ein Foto davon machen. Ja, hier war mal die Schule. Oder so ein Trainingslager. Irgendwas war da jedenfalls. Ah, ich wollte gerade sagen, was ist das denn da? Was ist so ein Gipto? Logischerweise ist es so ein Gipto, was auch sonst. Also ich glaube, fast in der Stadt selber kann ich so wirklich gar nicht viel anfangen. Da ist effektiv nichts. Oh! Ich glaube, ich habe die Quellen gefunden. Zumindest eine Art Brunnen, wo ich rein kann. Ah, das geht hier überall rein. Okay. I see. Ein Voi? Ich will nicht, dass jemand sieht, dass ich mit Leuten spreche, mit denen ich sprechen darf. Schnell zurück in die Untergrundstadt. Ah, das ist der Hinweis, wie man da reinkommt. Ja, moin. Ja, sehr witzig. Okay. Aber sag mal, war das nicht gerade oder habe ich mich jetzt verguckt? War das nicht die Dings? Hieß die nicht Akla? Wie hieß die denn? Moment, das muss ich jetzt nachlesen. Hatte die hier einen Charakterdings bekommen? Ja, hier, Powder und Dumpster. Und der ihre Tochter ist... Ne, Mathilda. Okay, never mind. Dann sah die der nur ein bisschen ähnlich. Mein Fehler. Kennen wir schon. Können wir aber mitnehmen. Ja, also hier kann man überall runter. Okay, es ist schon mal gut zu wissen. Ich hätte jetzt halt nur interessieren. Hier gab es doch mal dieses Geheime. Genau, hier war das, ne? Ja. Das ist hier auch noch geheim. Hey, Bedi, du hast den Eingang ordentlich verbarrikadiert, oder? Jawohl, es kann nichts passieren. Die Tür ist mit einer Kiste blockiert. Leise, was denkst du, wird passieren, wenn uns die Monster draußen hören? Ah, schade. Ich kann mich natürlich verlassen, oder? Du hast den Eingang verbarrikadiert. Jawohl, es kann nichts mehr, wenn deine Kiste blockiert. Okay. Weil das war ja mal so ein Geheimdings. Oh. Kann man da vielleicht irgendwie reingucken und die Kiste wegschieben? Ah, ja, natürlich. Ich kann mich von unten reindingsen, wahrscheinlich. Ja, probieren wir das doch gleich mal. Okay, hier geht's jetzt nur darunter. Ah, doch, 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 doch. Okay, Gerone. Tauchen die jetzt auf hier, die Kollegen? Oder ist das jetzt, weil es eine Stadt ist, tauchen die jetzt nicht auf, oder was? Ach, da schwimmt so eine Flaschenpost. Ich habe dich gefunden. Lese dieses Briefs. Du bist der Voi der Stunde. Und ich bin deine Vai. Beeil dich und rette mich aus dieser Welt, in der ich gefangen bin. Ich werde dir weiter meine Liebe senden, damit du mich bald findest.
Alles wird gut, denn bald sehen wir uns. Dein Schicksal will es so gezeichnet, Caliban. Also wenn ich denen folge, diesen Flaschen, dann komme ich wahrscheinlich ja dorthin, wo ich hin möchte. Ach, und hier ist einfach ein Krogi. Ja, moin. Den nehmen wir doch gleich mal mit. Gar kein Problem. So. Okay, ja, und hier geht's gleich wieder rein. Sehr schön. Okay. So. Aber die Viecher tauchen jetzt, also meine Kollegen tauchen jetzt hier leider gerade nicht auf, ne? Das sehe ich jetzt leider richtig. Das ist nicht gut, weil dann kann ich den Gorone nicht einsetzen für die Steine. Und Bomben sind hier, für Bomben ist es hier ein bisschen arg eng. Ah, da muss ich wohl meine Steinsachen kaputt machen. Bin ich ja nicht so Fan von. Okay, es war zum Glück nicht viel. Ah, es geht weiter. Scheiße. Ach komm. Ah, ich komme durch. Ich komme durch. Ich komme durch. Yes. Och nö. Okay, aber da oben kann ich jetzt Feuer, Dingspfeile hinschießen. Sehr schön. Ich hoffe, dass mir das jetzt nicht wehtut. Ja, okay, es war doch ein bisschen arg nah dran. So, und irgendwo hier kann ich dann wahrscheinlich mich hochdingsen zu denen in ihr Versteck. Da war ich schon. Wahrscheinlich genau hier, wo die Säulen sind. Das Schöne ist ja, wir können es ja auch einfach probieren. Es passiert ja nichts. Na? Weil ich kann jederzeit zurückgehen. Wenn ich jetzt auch noch auf dem Dach zum Beispiel rauskommen würde. Ja, perfekt. Das ist nicht das Dach. Kuckuck. Kundenliste ist da. Waren auch da. Ja, Kunde ist auch da. Ein Woi, aber die Tür ist doch komplett blockiert. Wie? Unser Haus legt Wert auf Diskretion. Wir stellen keine Fragen. Es ist egal, mit welchem Trick ihr zu uns gefunden habt. Wir heißen jeden willkommen, der unseren Laden betritt. Dies ist der Gerudo Geheimclub. Wir sind der einzige Ort in dieser Stadt, an dem ihr Kleidung für Woi kaufen könnt. Mehr müsst ihr nicht wissen, um zu verstehen, warum das im Geheimen geschieht, oder? Ich kann sehen, dass auch ihr nicht wie die anderen hier seid, aber bei uns seid ihr als Kunde höchst willkommen. Ah ja, also das ist tatsächlich so wie bisher auch. Ich hatte nicht erwartet, dass so plötzlich ein Woi vor mir steht. Ich hätte vor Schreck fast einen Satz gemacht. Ach, eigentlich sollte ich dir dafür dankbar sein, dass ich hatte mit den Ringen jetzt alles wieder in Ordnung. Mein Mann ist auch ein hylianischer Woi, hätte er plötzlich vor mir gestanden, aber er darf ja die Stadt nicht betreten. Unseren Gesetzen zufolge muss eine Gerudo in einem bestimmten Alter zur Stadt zurückkehren. Also bin ich mit unserer Tochter hierher gekommen. Ich habe meinen Mann gewarnt, mehrfach sogar, dass Woi hier nicht erlaubt sind und sogar eingesperrt werden können. Aber er bestand darauf, mit uns hierher zu reisen und ich sah, wie er die Mauern der Stadt betrachtete. Wabiski, ich frage mich, was du wohl gerade machst. Sobald du mit Einkaufen fertig bist, solltest du jedenfalls schnell die Stadt verlassen, bevor die Wacht dich bemerken. Ja, das interessiert mich herzlich wenig. Und hier gibt es die Schneestiefel. Interessiert mich jetzt aktuell nicht. 1300, ja moin.
Sandstiefel interessiert mich auch nicht. Hitzeschutz wäre halt cool. Aber 1300 ist schon echt heftig. Ja, nochmal Hitzeschutz. 56. Aber aktuell kommen wir ganz gut ohne Hitzeschutz. Also das geht eigentlich. So. Das tut mir jetzt leid. Eure Kiste ist jetzt leider kaputt. Okay. Ja gut, das war jetzt nicht so spannend. Aber wir haben es einmal aufgemacht. Gut. Dann begeben wir uns doch weiter nach innen. Kriege ich hier auch so einen... Ja, ich kriege überall so einen Eingang. Sehr schön. Ja, dann ist das doch alles gar kein Thema. Die Frage ist dann nur, gibt es noch mehr Secrets? Wie zum Beispiel diesen Krog an dem einen Ende. Guck mal, hier zum Beispiel ist einfach zu. Ah, weil ich da hier rauskomme. Ah, ist jetzt ein normaler, also da hätte ich auch so reingekonnt, ne? Ja, da hätte ich auch so reingekonnt. Nachricht des Reparaturdienstes, Abdeckung des Lochs im Fußboden. Achso, ja, okay, das ist der Hinweis, dass man da herein könnte. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, dass das Spiel einem sagt, hey, du kannst hier da rein. Okay, cool, cool, cool. Da fliegt wieder so eine Flaschenpost. Ja, komm, wir gucken uns jetzt mal nicht hier unten weiter um. Wir versuchen jetzt mal den Hauptweg zu gehen. Aber dass die halt nicht checken, ne, dass ich Link bin, der hier helfen will und... Naja, was soll's. Das ist also da oben. Da schmeißt die ihre Flasche rein. Also bin ich jetzt direkt da unten drunter. Also kann ich eigentlich nur entweder über das Seil hoch. Nee. Ja, dann kann ich mich nur mit so einem Wandding hochpacken. Aber schmeißen die mich jetzt einfach raus? So. Oder sagen die jetzt, ah ja, cool, okay, alles easy. Wir werden es im nächsten Part erfahren. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.